So, Freunde, hier werde ich jetzt mit Monster Hunter Stories. Hier haben wir gerade eine Nebenquest unterwegs gefunden, die wir eben einfach mal annehmen. Kann ich auch der Glatt geben, ne? Okay. So, ich habe. Was habe ich gemacht? Ich habe ein bisschen unseren T-Grex, unseren Brachial T-Grex, geändert, also mit reingenommen. Und ja, mal geguckt, ne, was geht. Wir können ihn auch hier eben durch die Quest ein bisschen aufstufen, weil das hier, das ist die hier. Da hat er schon mal ein bisschen Level up, aber weil jetzt tut es ja gar nicht mehr so viel. Gucken wir hier. Die können wir auf jeden Fall noch abschließen, noch einmal. Gut. Und dann können wir noch die Dip. Die können wir. Ne, da fehlen uns sogar Sachen. Okay, da unten abgeschlossen. Ah, okay, das hier können wir auf jeden Fall abgeben. Ich weiß gar nicht, ob wir sonst irgendwas mit diesen Objekten anfangen können. Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. Links ist, was ich habe. Rechts ist, was ich brauche. Ne, nee, andersrum. Okay. Gut. Gucken wir mal hier weiter. Nee, auch nicht. Aber hier das ja. Das können wir auf jeden Fall auch noch abgeben. Gut. Ja, wie gesagt, die Steine können wir noch ganz oft abgeben. Aber nein. Dann habe ich gerade eh noch die Nachricht bekommen, dass unser Erkundungsteam wieder zurück ist. Das können wir natürlich auch abholen. Könnt ihr schon mal gucken, wie weit unsere Monster alle per Gene weit sind. Wir haben dann noch eins. Den kann ich zum Beispiel einfach rausnehmen. Der ist fertig. Da ist noch was. Da auch. Da auch noch. Da auch noch. Okay, das heißt, wir können hier einen neuen reinnehmen. Nehmen wir hier einfach mal so ein Level 1 an. Ne? Das ist Level 15. Nehmen wir den einfach mit und aufbrechen. Viel Spaß, Freunde. So. Lang überlegt, was wir jetzt eigentlich machen. Aber ich würde mal sagen, wir gehen hier doch wieder raus. Wir können jetzt fliegen und gucken uns in der Insel weiter um. Wobei ich nicht weiß, ob wir wirklich so gut hier durchkommen. Aber das werden wir gleich einfach mal sehen, ne? Ich glaube, jetzt haben wir auf jeden Fall. Wir müssen auf einen Ratter wechseln. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall ja alles erkundet, aber da könnten wir ja jetzt hin, ne? Also, denke ich doch einfach mal. Meine Frage ist, ob wir da hinten jetzt eigentlich auch, irgendwie ist nicht ganz aufgedeckt, irgendwie noch was machen können. Zumindest ist es hier auch so ein. Ne, wie heißt das? Ich glaube, wir können da nicht weiter fliegen, ne? Ne. Da hinten aber auch nicht, oder? Da komme ich da hin. Ne. Gut. Dann können wir umdrehen und wieder da hinten noch rüberfliegen, denke ich mal. Und damit dann die Insel noch ein bisschen erkunden. Wobei ich mich frage, ob wir das sowieso irgendwann machen müssten. Wenn ich jetzt einfach ein bisschen voreilig hier mir schon die Gegenden angucke. Ach, guck mal, dann an Yata einfach. Fliegen wir mal an hier. Was? Da fliegst du voll in den rein, das ist denen egal. Ich würde interessieren, ob ich den eigentlich direkt so schnell besiegen kann. Ne, schnell Sieg. Schnelles finde ich. Heißt es nicht. Ne, kann ich nicht. Ich kann nicht mehr fliegen. Der glühende Turm. Ach guck mal, das ist. Ah, das ist auch ein Questgegner, deswegen. Ah, okay. Gut, dann machen wir mal eben hier einen Questgegner. Brauchen wir eigentlich nicht. Wir gehen auf unseren Zinoka, weil der Anyata ist doch eigentlich rot, oder? Er ist blau. Okay. Alles klar, ey. Wie viel Schaden machst du denn? Ich hätte vielleicht direkt wieder in die Stadt zurückgehen. Wir gehen ja hier nochmal. Was mir auffällt, ist, dass wir
das Problem von das Schwert dann Schrumpf war, ne? Hätten wir mal lieber vielleicht auf einer Rüstung. Das ist egal. Bisher greift er nur Blau an. Das ist gut für uns. Das war viel Schaden, ne? Na, guck mal, wir nehmen links auch noch auf Stufe 2. Ich frage mich, ob wir jetzt auch eher das Monster auch noch wechseln, ne? Dann wird auf ein grünes. Wechseln wir auf den Bogen, würde ich sagen. Testen wir den mal aus, wie der Schaden da aussieht. Oder zumindest ja, der gut ist gegen ihn. Ja, der Bogen. Oh, da ist jemand sauer. Da ist jemand sauer. Also ich denke mal, der wird jetzt auf Rot gehen. Und wir können da nicht viel machen. Die gehen einfach auf Blau, die werden gegeneinander prallen und gut ist. Natürlich wahrscheinlich werden wir dann das Monster wechseln. Ja. Gut, das war zu viel Schaden. Hey, Kude ist halt einfach nicht mehr. Das ist glaube ich nicht mehr sein Niveau hier. Egal, wir können wenigstens jetzt den Rider-Modus machen. Blau ist angeschlagen, aber schon. Ich habe jetzt sehr viele rote Monster dabei. Das ist sehr schlecht. Also ich will auch den Virgin Diablo wieder raus tun. Aber da bin ich mir nicht sicher, für wen. Das Graben auch noch. Ich tue da auf Rathaus. Ah, jetzt kann ich mich mal wechseln. Aber Quad hat wenigstens einen blauen Angriff. Die Frage ist, ob wir die Nase eher kaputt machen, jetzt versuchen. Ich bin auf Fähigkeit. Gerade komplett lost, aber ey, war direkt gelähmt. Das ist nicht verkehrt, würde ich sagen, ne? Ach, der Bogen war sogar auch gut gegen die Nase. Okay. Der Spaltfeuer. Ja. Ich bin ehrlich, ich glaube, das wird ein richtig böser Angriff. Könnte mir da zwei Herzen verlieren. Was gut, haben wir eigentlich Lebens? Ja, Lebens. Ja. Okay, schön. Können wir auf jeden Fall ein bisschen was an Schaden raushauen, ne? Aber wenn eine Explosion trifft beide, ne? Boah, Königsdruck überlebt gerade so noch. Das ist auch. Er stört durch die Verbrennung. Uff. Okay. Gut, den Anyata machen wir dann doch ein anderes Mal, ne? Weil wie gesagt, als Nebenquest wollte ich eigentlich gar nicht gemacht haben. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob ich den, genau, auch von draußen zu bohren, ob ich den schnell finishen kann. Ja, keine Ahnung, dass das auf einmal, ne, so ein Special-Gegner ist. So, komm. Dann rauf auf unseren Rathalos und dann können wir jetzt eigentlich dahin fliegen, wo wir hin wollten. Schau mal gucken. Schlüssel da. Müssen wir nicht so lange, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein ganzes Gebiet ist oder ob wir hier einfach nur. Ah, das ist auch so ein grüner. Naganuba, ne? Oh, der ist schnell. Ich weiß, dass wir den besiegen können. Haben wir schon mal. Aber der hält auch echt viel aus, ne? Darum fliehen wir eben. Das wäre ein schlimmer Kampf. Hm. Ich möchte eigentlich nur ein bisschen hier erkunden. Und generell mal gucken, ob wir hier oben. Das ist ein normaler Bau. So, da ist aber auch nochmal ein 1 bauen. Ne? So, und hier haben wir jetzt unseren Katzenstand. Dass wir uns ja auch hinporten können. Wenn er den jetzt mal aktiviert. Ja, können wir speichern noch eben. Ist ja eigentlich gar kein Problem. So.
Wenn ich das richtig sehe, müsste er hier vorne irgendwo. Da ist ja doch der Einsbau. Gehen wir mal rein und holen uns da die Sachen, ne? Ich bin gespannt, was für ein Monster wir hier bekommen würden. Bekommen werden. Und ob wir den überhaupt besiegen. Aber ich weiß ja. Der Brachial-T-Rex, T-Rex, der war schon. Brachial. Oh, cool, das ist ein Rubin. Gehen wir erstmal hier so in die Richtung. Gucken mal ein bisschen rein. So, das sieht aber aus wie der normale Weg. Jetzt haben wir so einen Nagarnugel. Ne, der ist nur eine Truhe, gut. Ja, den grünen Nagarnugel finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Wenn es den jetzt hier geben würde, würde ich glaube ich sogar vielleicht irgendwie ins Team einbauen. Wobei ich gentechnisch wirklich gar nicht mehr so viel am Start habe. Müsste ich glaube ich auch langsam mal wieder ein bisschen farmen dann. Aber, bin ich ehrlich, bin ich schon eine ziemlich faule Sau. Das ganze Farmen ist nicht so mein Ding aktuell. So. Natürlich der vorne, ne? Der hat auch einiges an Style, ne? Also, ich glaube Rubin Basarius oder so hieß der, ne? Hieß der Basarius? Ich glaube schon. So, können wir ein bisschen Honig einsammeln. Ja, manchmal Honig. Ah, noch ein paar Pilze. Pilze. Ah, Gurubeko! Eine Gurubeko! Auch schon lange nicht mehr gesehen. Ne? Dann erstmal rüberhüpfen. Dann holen wir uns noch weit. Oh nein! Oh nein, ist sogar noch besser. Dann kann ich den letzten Slot freimachen auf unserem T-Rex. Nice. Weil der hatte noch. Okay, das sieht dann sehr groß und aus. Ich glaube, ich gehe jetzt mal in die andere Seite. Der hat nur noch ein verschlossenes. Ein verschlossenes Gen. Nun können wir das auch aufmachen. Wenn. Ich glaube, es war Flugwürm-Gedöns. Und das ist eigentlich ziemlich nice, weil dann können wir ihn komplett mit Gen vollpacken. Braucht dann nur noch ein paar anständige Gene auf jeden Fall. Ich habe grob mal ein bisschen was zusammengebastelt. Plan war, dass er mit Techniken auf jeden Fall alles einsetzen kann. Dann ist er natürlich elementlos. Also greift nicht mit Elementen an. Das heißt, er geht einfach nur auf Brachialschaden. Ne, der brachiale T-Rex bietet sich auch an. Und ja. Gucken wir doch mal, ne? Ja, schon was die daraus für ein Bohrloch, Bohr. Ein Loch bohren, so rum. Oh, was ist Bohr sagen? Wir haben da oben auf jeden Fall noch eine Kiste. Irgendwie. Ne, da ist die Kiste. Ne? Oh! Keiner angeflogen, angesprungen. Können wir erstmal fliehen. Da wackelt das ein. So. Wie kommen wir da jetzt dran? Hier einfach rum. Ja. Ah, das erste Mal, dass wir ihn sehen. Oder der T-Rex. Lebensstaub, okay. Gut, wir haben uns auf jeden Fall für die falsche Seite entschieden. Der ist auch anstürmen. Ja, doch anstürmen. Müssen wir erstmal hier unten lang oder war es links, oder? Ja.
Ablenkung. Brutal schwer. Noch einiges mitnehmen. Was haben wir hier? Nochmal Kronkorken oder? Ja, 5 Kronkorken. Schön. Die nehmen wir. Und jetzt ab zum Monsterbau. Wobei Monsternest eher, ne? Und mal gespannt drauf sein, was wir hier kriegen. Das ist ein Kuropek. Ach, nur weil ich hier gerade den Kuropek immer wieder rumlaufen sehe. So. Ich muss auf jeden Fall gleich das Monster aber auch wechseln. Weil ja unser Level 10 oder 12 oder 13 oder was auch immer für ein Level er gerade hat, wird da nicht viel ausrichten können. Jo, wo stand der gerade? Stand ein schwarzer Diabolus? Ja, moin! Okay, wir können zumindestens. Ich glaube, das war der letzte. Ich frage es, ob ich. Boah, ein schwarzer Diabolus ist heftig, oder? Okay, wir versuchen es. Habe ich gegen den schwarzen Diabolus schon mal gekämpft? Ich glaube ja, ne? Oder? Oder war es ein normaler? Ne, ich habe gegen den schwarzen Diabolus schon mal gekämpft. Alles klar. Ja, wir werfen ihn nochmal an. Ja, stopp. Auf den Schwanz haben wir mit dem Schwert gute Chancen, ja. Ich glaube generell auf alle Teile hatten wir da gute Referenzen, ne? Kann man es so nennen, ja, ne? Okay, das Fokusangriff. Bin schon gespannt, wie viel Schaden er uns jetzt macht. Habe ich eigentlich noch eine Falle? Könnte ich einfach eine Falle legen? Hier, Geschwindigkeit. Technik nehmen, weil ich gehe mal stark davon aus, dass er Kraft hat, oder? Ja. Aber machen wir einen Doppelangriff. Ja, okay, ich glaube, das sollte noch eigentlich. Eigentlich sollte es funktionieren, ne? Tunnelbomben. Habe ich noch Schallbomben? Wenn ja, super. Wenn nein, haben wir ein Problem. Eine noch. Okay, wir haben echt ein Problem. Ich glaube, der Tunnelgramm ist hinsichtlich, wenn man ein, zwei Mal macht. Ja, gut. Er ist ja gerade gefangen. Jetzt wird ihn hier nochmal schön drauf kloppen. Aber Bindungsbarriere nicht voll. So, aber der sollte jetzt voll gehen, ne? Und Teil. Raider-Modus. Also er war rot, ne? Ich glaube, er geht aber auf grün. Warum wir auf rot gehen? Also blau kann ich mich. Blau ist, ne? Wir machen safe grün, weil er macht ja kein rot. Also rot wird er nicht machen. Rot zählt. Im Normalfall, ne? Haben wir uns richtig entschieden? Alles gut. So, dann können wir. Mal auf die Beine noch gehen. Also auf 3 hocharbeiten. Und dann die Bindungsfähigkeit einsetzen. Und dann gibt's Shidori. 1000 Vögel. Und dann liegt er da. Okay, der schwarze Diabolus geht auf jeden Fall besser von der Hand als der brachialartige Peak Rex. So, er ist auch nicht mehr sauer. Das heißt, er geht wieder auf rot. Wir verprügeln die Beine ein bisschen weiter. Ja, das fällt jetzt auch gut gegen die Beine. Darum nochmal. Vielleicht kriegen wir auch unsere Bindung jetzt nochmal voll und gehen nochmal in den Rider-Modus. Wäre nice. Jo, ich hoffe, so war schön. Oh, die Beine auch. Und der fällt um. Da liegt er da. Rider-Modus. Aktiviert. Wir gehen auch da durch die Fähigkeit. Ne? Ich meine, der liegt da. Dann ist das so ein Crit. So, was haben wir denn für Damage dann? Ah, 1038. Ja, schönes Ding, ja, das sauert. Ja, das sauert er schon. Sein Fokus wahrscheinlich in den Tunnel graben. Kimin voll besiegt. Leider nicht. So, jetzt die Frage. Bringt es irgendwas, ihn überhaupt anzugreifen? Nee. Das ist jetzt erstmal zu sehen.
Okay, keine Ahnung. Bringt das was mit dem Hammer drauf zu hauen vielleicht? Ich habe ja leider keine. Ne, verfehlt. Keine Schallbombe mehr. Das heißt, wir kriegen da halt aktuell nicht raus. Bleibt der jetzt dauerhaft da drin? Ja gut, ne, das kann ja nicht sein. Weil, ne, wie gesagt, ich habe ja. Ich habe ja nichts mehr, um den da rauszuholen. Keine Ahnung, bringt der Bogen da was? Na, danke, endlich draußen. Okay. Das ging mir eindeutig ein bisschen zu lang, aber egal. Ja, ich muss dann auf jeden Fall gucken, ein paar Schallbomben noch zusammenkriegen, damit wenn solche Kämpfe kommen, ich ja nicht in Probleme gerate, weil das würde ja noch passieren. Oder jetzt zwei oder drei Runden, wo du den dann nicht angreifen kannst. Ja, komm, wir können das Ei einstecken nehmen. Ja, einen schwarzen Diabolus, das ist doch nett. Ich weiß gar nicht, was der so. Na gut, schwarzen Diabolus, ja, da kann bestimmt ein bisschen was, ne? So, wir können mal hier eben dich voll heilen, du bist. Tränke haben wir auch reichlich. Da müssen wir uns auch keine Sorgen machen eigentlich. Und dann gucken wir uns das kleine Stück hier oben auf der Insel noch weiter an. Und vielleicht können wir die Insel ja komplett abschließen damit. Vielleicht kommt der ja auch gar nicht mehr so viel, ne? Soll ich mal den 1 Beutz erkundet, ne? Ich glaube, hier steht auch erkundet. Ne, der haben wir komplett erkundet. Also können wir da vorne noch um die Ecke rum. Ah, da können wir auch das seltene Erz mitnehmen. Und mal schauen, was uns da noch erwartet, ne? Zum einen erstmal ein Kurup. Ja, guck mal, ein Viecher da auf dem Boden, ne? Ob ich schon so Kurup schnell finchen kann? Das interessiert mich mal eben. Darum laufen wir mal rein. Ich weiß auch nicht, haben wir Kurup schon mal getroffen? Nee. Also ein Karmesin-Kurupeko. Das ist nicht mal ein normaler Kurupeko. Das ist ein Karmesin. Mhm. Natürlich. Tut mir leid, Kurupeko, dass ich das nicht erkannt habe. So ein Karmesin. Kurupeko ist. Karmesin, da muss ich direkt an Zelda denken. Weil der hat ja auch ein Karmesin-Vogel. Ist ja was ganz Besonderes. Ne? So. Als ein. Ah, das ist auch der grüne Narganuga wieder. Und. Ja, sieht gut aus, ne? Da haben wir die Insel echt cool abgeschlossen, ich glaube. Wir können hier auf das Monster noch wechseln zum Fliegen. Aber. Das scheint so, dass hier auch nichts mehr ist, ne? Ich meine, da oben sind auch überall nur diese Ränder, dass wir nicht mehr hin können. Schön. Ich könnte da mal eben hinfliegen, ob da noch irgendwie was angezeigt wird, aber ich denke mal nicht, ne? Und diese ganzen Bauten müssen wir nicht rein, weil da können wir eh nicht fliegen. Aber da vorne sieht auch alles danach aus, dass wir da alles gut abgeschlossen haben, ne? Ja. Okay, schön. Dann gehe ich mal eben zum Strand. Und schau mal, was wir da noch hatten oder haben. Aber ich glaube, da sind wir überall ohne Probleme dran gekommen, ne? So, ja, da sehen wir, da ist überall gar nichts mehr. Hier sind wir auch überall rangekommen. Ist erkundet. Ist auch erkundet. Okay, da ist noch ein bisschen was, ne? Na, da können wir uns eben hinporten, aber ich glaube, da wird nichts sein. Glaube ich jetzt einfach mal eben, ne? Aber natürlich wissen wir es erst, wenn wir da waren. So, ja, ich muss auch hier einfach weiter. Ich denke mal, da oben wird einfach nur Wasser sein und. Müssen da in die Richtung. Ja. Ein Hauch von nichts. Gut, dann haben wir das Ganze auch abgeschlossen. Das heißt, wir haben
die ganze untere Region fertig. Heißt, jetzt sind wir hier in Luca. Das sind jetzt die nächsten vier Gebiete, die wir machen werden. Ich werde mich jetzt in die Stadt porten. Und da werden wir dann im nächsten Part weitermachen. Ich denke mal, dann werden wir in der nächsten Folge eigentlich das komplett abschließen können. Wobei, in der Gegend haben wir noch nicht so viel gemacht, ne? Schwierig, aber egal. Wir haben ja noch keine 30 Minuten voll. Da können wir zumindest uns den schwarzen Diablos ja noch angucken, ne? Den wir jetzt hier noch ausbooten können. Oder? Das ist doch das Mindeste. So, hi. Hallo, mein Freund. Ei ausbooten. Gucken wir doch mal, was der schwarze Diablos so kann. Also, klein sieht er ja niedlich aus, ne? Muss man ja mal sagen. So. Gebrüll. Schön. Viel konnte er jetzt nicht. Gut. Dann, wie gesagt, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und ciao.